Hallöchen, willkommen zurück hier bei eurer Multiplayer-Mande bei einer Runde StarCraft 1, 2 natürlich, 1 plus 1 wollte ich sagen. Der erneute Aufruhr LE, mal gegen einen Protoss, endlich mal kein Terraner. Ob es besser wird, tja, kann ich euch noch nicht versprechen. Gegen den Dark Light von Gewappu. Ja, erneuter Aufruhr LE, die kommt mir noch nicht so bekannt vor. Mal schauen. Kriegen wir schon hin. Gut, Luck of Fun können wir wünschen. Overlord kommt vor. Dann haben wir erstmal ein bisschen Verschnaufpause. Warum gehst du jetzt? Gehst du drauf? Okay. Die Hedge wollte nicht auf die 1. Warum auch immer. So, Obi kommt. Der Obi fliegt an die dritte. Wir gehen nochmal mit einer Throne scouten. Was denn hier so schönes kommt. Und dann warten wir einfach mal ab. So, Obi müsste kommen. Obi ist da. Die Sonde nehme ich auf die 2, da kann ich hin und her schalten schneller. So, als nächstes dann die Echse. Du kannst die Echse nehmen. Dann können wir gleich ausschließen, ob Brox hier oder irgendwas kommt, wenn wir scouten machen. Das ist auch mal nicht schlecht zu wissen. Dass vielleicht kein Proxy kommt. So, okay, er macht vorne dicht. Es ist noch keine Echse da. Was baut ihr denn oben? Ich baue da gleich die Echse, ja. Okay, Echse first. Wie es mir scheint. Gas. Brauche anscheinend nicht. Ja, der muss doch irgendwo kommt ein Bär. Ein Bär, das kann eigentlich nicht kommen, wenn er geäxt hat. Ich mach halt jetzt hier dicht. Okay. Wir hielten schon mal an und den Pool. Ihr dürft ins Gas rein. Der Overlord rettet sich mal dahin. Hier. Okay, er hat mit 3 Drohnen angegriffen. Also mit 3 Sonden ist es okay. Wir nehmen schon mal die dritte. Die möchte doch bitte ordentlich stehen. So, Queens habe ich noch nicht ready. Das heißt, wir drohen weiter hoch. Und dann bauen wir nur noch Länge. Theoretisch müssten wir durchkommen. Theoretisch, ne? Praktisch sieht das wieder ganz anders aus. Los, komm. So, Linkspeed angedrückt. Jetzt müsste ich noch auf die Queen warten. Und theoretisch mit 3 Base brauche ich nicht unbedingt eine Queen. Wir probieren es mal ohne Queen, nehmen auch noch Bailey-Nest dazu. Das heißt, jetzt mal eine Runde sparen. So, nehmen wir noch ein paar Sonden dazu. Drohnen. Sonden, wo nicht mehr durcheinander. Eigentlich können wir uns nicht leisten, also machen wir so nicht. Wir machen einfach einen großen, dicken Push. Und hoffen durchzukommen. More Minerals. So, noch ein paar Linge mehr. Speed ist gleich durch, aber die Linge reichen auf jeden Fall noch nicht. Jetzt ist die dritte fertig. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich einen guten Larven-Supply. Minerals wären auch nicht zu viel. Speed müsste gleich durch sein. Speed ist durch, wir gucken hier vor, morgen dann vorne. Und gucken, ob wir reinkommen. Was hat denn schönes stehen? Okay, es ist offen. Es ist theoretisch offen. Bailinge in die Pylons rein. Ja, das sollte eigentlich schon gelaufen sein. So, dann die Pylons noch schnell weg. Und dann dürfte da eigentlich nichts mehr passieren. Hier noch schnell das wegräumen.
Ja, würde ich sagen, eigentlich, ne, GG. Schnell weggeräumt. Oh, da kommt ein Orakel. Ja, das ist ein Orakel. Das macht nicht viel. Du, GG, ich konnte nicht mehr GG schreiben. So, dann müssen wir noch eins dranhängen. Das war ein bisschen kurz. Aber wir haben gewonnen. Juhu, ich freue mich. Ich freue mich. Und bei uns bei der Warschest frage ich halt noch. Können erstmal zur Warschest noch gucken. Was gibt's denn jetzt Schönes? Und wie lange geht hier noch? 38 Tage. Das müsste ich noch freigeschalten bekommen alles. Wir haben jetzt den neuen, nicht den Spinecrawler. High Emotion und die Evo Chamber. Oder ist das Evo Chamber? Ja, Evolutionskammer. Die sieht jetzt ganz komisch aus. Hier kommt dann erst der Stachelkrabbler. So, und dann geht's auch schon weiter. Oder nicht? Mal gucken. 3, 2, 1, Risiko. Wir spielen gegen den Vivinienzo. Mal wieder ein Terraner, Juhe. Vor allem noch Dia Terraner auf Königsstrand LE. Ja, der hat ja eigentlich gut geklappt, ne? Vielleicht klappt er gegen Terraner, wenn die Tanks haben, ah, und Helions. Ah. Wir gucken einfach mal. Vielleicht haben wir noch mal Glück und kommen durch. So, Lucky Fun. Zack. Als nächstes Overlord. Herr Fun, ja, gegen Terraner habe ich immer Spaß, ey. Ich hasse Terraner. Oh, ich muss niesen. Oh, oh. Ah, konnte es gerade noch unterdrücken. Dass es nicht so laut ist in der Aufnahme. Mehr Overlords. So, Terraner. Jetzt könnte wieder Mech kommen. Ich hasse Mech. Jetzt könnte wieder Bio. Bio ist okay. Ich will eh auf Baling gehen. Bio wäre optimal. Helions und Tanks. Ah, super optimal. So, eine Drohne noch und die Drohne kann dann gleich hier runter. Die Drohne kann wieder auf die 2. So, gehst du dann schon mal da runter? Bist du fertig? Du bist fertig. Da kommt die Echse. Spät, da kann die Echse. So, was kommt? Ist schon zu, nicht noch nicht zu. Drei Arbeiter kommen. Okay, sonst nicht. Nein, du kannst zu Hause. Jetzt hat die nicht geäxt, ey. Jetzt hat die nicht geäxt. GG. Das ist vorbei. Müsste ich eigentlich... Ja, okay, hat meine Echse noch geblockt. Sehr schön. So, hier ins Gas alle, die Echse kommt dann hier halt. Die nächste Echse nehme ich dann halt einfach hier vor. Muss jetzt Doppelechsen. So, wir gucken nochmal, Satellitenzentrale kommt. Keine Fabrik, das heißt, es kommt gleich entweder Mass Reaper. Okay, da steht noch was. Was steht hier? Bunker bestimmt. Bunker kommt und Echse. Das heißt, wir nehmen Wellness dazu und brauchen mehr Overlords. Ja, Echsen total zu spät jetzt, ey, richtig schön. Und die hätte die bestimmt gebaut, aber ich habe halt da nicht hingeklickt, ey. So, du dorthin, du dahin. Dann bauen wir mal 2 Linge. Wenn wir Overlords hätten. So, Base steht, nächste Base steht. Banning Nest hatte ich gebaut. Jo, Banning Nest kommt. Und wir drücken einfach schon mal Linge durch. Können hier noch eine Queen dazu nehmen. Ja, Speed vergessen, ey, das ist wieder eine geile Runde. Bis ich jetzt Speed habe, da ich 10.000 Linge. Reichen theoretisch. Okay, er macht dazu, also könnte ich von dort kommen. Aha, habe ich da eine Queen gebaut? Ich habe eigentlich hier eine Queen gebaut. Ich habe anscheinend überall eine Queen gebaut.
Dann läuft die jetzt mal chillig darunter. Wir bauen noch ein paar mehr Linge. Injecten. Den möchte ich ungern verlieren. Hallo? Was war das jetzt? Mikroleck? Oder einfach ein großes Leck? Den Injecten. Nee, kann ich noch nicht. So, die ist weg. Wir haben etliche Linge. Aber auch noch viel mehr. So, dann gehen wir hier und wir greifen von... Na, greifen von dort an. Wenn hier Tanks stehen. Wir gucken einfach mal. Vielleicht schaffen wir es. Keine Tanks soweit, alles okay. So, Linge nachdrücken. Nochmal injecten. Und dann... Geronimo. Ja, das war ein schöner Split. GG, da haben wir das auch noch gewonnen. Hey, die gehen halt alle nicht scouten. Puh. Dann würde ich sagen, aber sehen wir uns jetzt in der Endcard, nachdem ein bisschen, ne, es war halt schon mal ein Cheese, ne? Also man muss immer ein Cheese spielen, um zu gewinnen. Ich würde sagen, dann bis zur nächsten Folge und tschüssi, euer Rob.